früh werfen. Noch dicht ranfahren, ranfahren, ranfahren. Genau. Die Königin ist glücklich. Jawohl. Aber das habt ihr super gemacht. Ein Riesenbeifall. Die Ballern hat eine super Fahrt hingelegt. Hast wirklich etwas Wasser gesogen. Der hängt ziemlich in den Seilen. So. Und, oh, die Banane. Jetzt fährst du schnell, ne? Hast du Motor gekriegt. Mhm. Ich möchte mal Dank sagen. Zum einen bin ich Helfer. Tag und Nacht an 5 bis 6 Tagen. Die Aufbauphase müssen wir ja mitrechnen. Und die Aufbaubedingungen sind waren hier nicht ganz so ideal. Ja, doch, ab zu mal Regen. Ich glaube mal, ein Riesenbeifall für 150 Helfer. LVM-Versicherungen, der AOK, die hat einen schönen Glücksstand da hinten, da können Sie kostenlos mal Ihr Glück probieren. Dann haben wir Zürcher Feuerstein, die Fahrschule Rathmann und Physio Aktiv, Kai Mendel, der hat auch so einen schönen Informationsstand da hinten, können Sie ein paar schöne Informationen heute und morgen holen. Herzlichen Dank, mal einen Riesenbeifall für alle unsere Sponsoren, die das ermöglichen, dass dieses Fest 20 Minuten mal ist fertig. Jetzt wollen wir mal sehen, ob Jerry 3 von der After 8 Gruppe auch die Fahrt übersteht. Aber wenn ich mir das Ganze anschaue, würde ich sagen, das wird eine sichere Nummer. So, und dann kommt ein Neubau. Jan Jannissen, der Profi-Abschlepper. So, der wird jetzt auf Fahrt gehen. Premiere-Fahrt. Jannissen Jüsselein geht gleich los. Nur ein bisschen zurück. Großer Schlepper gegen After Eight. Wollen wir mal schauen, ob das alles klappt. So, Startler, Achtung, und los! Jawohl, prima Start. Jannissen Jüsselein hat den Vorsprung, gibt alles. Das sieht gut aus. Oi, harter Kampf. So, hier geht's hart zur Sache. Oh, die haben gesagt, Mensch, ob wir damit überhaupt klarkommen mit dem Riesenboot. Alter, der Dampfer wiegt 50 Kilo. Ich weiß nicht, was After Eight wiegt. Auf jeden Fall haben sie mal einen Bombenstart hingelegt. Sie sind in Führung gegangen. So, jetzt schauen wir, welchen Schatz sie sich mitnehmen werden. Bislang haben alle nur den großen Ball gewählt. Naja, der Wind hat nachgelassen. Dann scheint das ganz gut zu funktionieren mit der Treffsicherheit gefahren. Ich glaube, wir sollten mal einen riesen Beifall geben. Das macht ihr doch super. Oh. So, jetzt sind sie leider am Schatz vorbeigefahren. Das nützt jetzt After Eight schamlos aus. So. Aber ab. Ein Ball nur nehmen. So, nicht so viel. Ja. Oh, After Eight meint gleich, er könnte Sichtpunkte haben, dann. So ein Lümmel, ja. So. So, hat eigentlich die Hüsselein ihre Fracht mitgenommen? Nee, ne? Haben die mitgenommen. Naja. Da gibt jetzt alles, macht eine schnelle Fahrt. Kriegen wir Zeitpunkte. So, das ist ein hartes Rennen. Wer wird jetzt als erster kommen? Ich glaube, die besten Karten hat zurzeit der Schlepper. Der kommt direkt an. After Eight, ja, oh, After Eight ist frech. Ja, verdammt frech. Ein Riesenbeifall, jawohl. Oh. Eine freche After Eight-Truppe ist das hier. Ja, ich würde mir noch überlegen, ob ich den heute den Preis gebe. Ja, den Lümmels hier. So. Jannis gibt alles. Am Schloss könnt ihr vorbeifahren, wenn ihr keinen Schatz habt. Da gibt Power. So. Schatz haben wir nicht mitgenommen, aber trotzdem habe ich einen Beifall. Oh! Alle mal. After Eight hat das geschafft. Die Königin ist glücklich. After Eight hat auch ein super Rennen gemacht. Papierboot gebaut und bestanden. Ein Beifall für den Livebau. Wunderbar. Bis wir das nächste haben, werde ich mir gleich mal die... wo ist der Emanuel für den Turnschuh? Emanuel. Was das Schwein? Janis Schwarz aus Frankfurt. Ist mal zu meinem Papierboot zu fahren. Jawohl. Genau. So, zwei. Ja. Jo. Aber das Schweinchen fährt auch sehr, sehr gut. Wenn man bedenkt, das hat man noch nie gesehen, dann schauen wir mal.
Janne Schwarz, deine Chance. Nimm jetzt eine Schüttung. So, Janne, und jetzt volle Pulle geradeaus. Jawohl, das sieht da gut aus. Eine schnelle Fahrt von der Westseite, mal einen Beifall. Jawohl, das sieht gut aus. Das ist super. So, jetzt wollen wir mal schauen. Wird die Königin glücklich oder traurig? Der rote Ball muss das den Innenhof treffen. So, wir schauen. Achtung! Die Königin ist glücklich. Die Westseite war ein Riesenbadbaus. Oh, das Schweinchen fährt astrein, hast du das gemacht. Super, ruhig alle hier auf den Platz kommen, es kostet keinen Eintritt. Wir haben noch mindestens 3 Stunden Sport unter uns. Samstagabend mal von 7 Stunden Live-Musik bis 1 Uhr nachts Live-Programm nonstop. So, und jetzt haben wir schon wieder unseren Merle, 6 Jahre alt, und Ben, 12 Jahre alt. Beide aus Frankfurt. Lisa, ist nicht bei Hintergöttingen. So, das ist jetzt wieder für alle Freizeitkapitäne die absolute Premiere. Sind alle Gäste hier in Arzberg und haben gesagt, sie nehmen an der Papierbundregatta teil. Und allererstes Mal bleibt dabei ein Riesenbeifall für 5 Premieren. Und los geht's. So, dann wollen wir mal schauen. Die Stelle liegt etwas fest zur Zeit. So. Jawohl. Und der Renault ist unterwegs. Wir schauen. Oh. So, kannst du steuern. Und da geht's. Und. Junge, habt ihr eine riesen Fangemeinde mitgebracht? Junge, ja. Sehr schön. Prima. So. Oh, hier wird gespritzt. Oh, ey. So. Es raucht und brennt aus allen Rohren. So, 1, 2, 3, 4, 7 Mann an Bord in einem Papierboot. Oh, Wahnsinn, Wahnsinn. So. Oh, ja, wird mit allen Mitteln gekämpft. Oh. Oh. Diese die Führung. Und die Feuerwehr spritzt aus allen Rohren. Eine Top-Zeit, eine riesen Beifall. Und auch die rote Heidi hat ihre Premiere. Und die Königin ist glücklich. Perfekt. Die hat schwere Geschoss. Toll, alles wunderbar geklappt. Was? Was? So, und jetzt kommen wir noch, jetzt gibt es zwar eine ungerade Zahl am